Hier ist alles erlaubt. Was meinst du, warum wir so erfolgreich sind? Weil wir einfach drauf scheißen hier. Wollen wir den Kack im Briefkasten machen? Mein Mann. Bro. Das ist viel Wasser. Aber deine Geschmacksknospen sind auch am Arsch irgendwie. Warum? Das ist Tomatensaft, Mann. Nee. Was? Das erklärt einiges, wollte ich sagen. Ach so. Weil du so eine coole Persönlichkeit bist. Aha, also, Sascha, trink. Weil ich hab, okay. Trink. Heute freue ich mich über den unsympathischsten Gast, den man hier sich vorstellen kann. Er lacht niemals. Nee. Er ist der niemals lacht, aber alle dazu bringt. Unsympathisch TV. Sascha Hellinger. Ich hoffe, dass es euch zu Hause gut geht. Ja. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, also hier sein zu dürfen. Ich hoffe, dass das Laufband auch, dass davor Bescheid gegeben wird, weil ich, achso, okay. Jetzt kriegst du Bescheid. So schnell geht's hier los? Jetzt geht's los, mein Freund. Ist es immer so? Es ist immer so. Du darfst auch nichts steuern, okay. Es geht einfach los. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein Kompliment machen, dass es gar nicht stimmt, dass du unsympathisch bist, weil wir kennen uns ja vom Angelcamp und es war so sweet. Ey, warte mal, ich bin... Du warst sweet. Ich bin... Du bist eine sweet, Minute ja? Hier, ich habe schon dreimal was piepen gehört. So, erste Frage, danach 15 km/h auf dem Laufband direkt. Ja, es kann auch noch schneller gehen, wir machen nämlich Speed-Dating jetzt. Ach so, okay. Speed-Dating. Cool. Ja, ist nice. Schon mal gemacht? Nice, nice. Auf dem Laufband nicht, ne. Aber sonst hast du schon? Nein, auch nicht. Ah, okay. Du? Also, ja gut, hier ist mein Job. Also, was kam bei deinen letzten Bleigießen raus? Ich habe noch nie Blei gegossen. Ah, okay. So, schön. Wer nennt dich Jan? Boah, eigentlich nur mein Bruder nennt mich Jan Sascha und eine Tante von mir. Und das ist nicht gut? Ich finde Jan Sascha schon nicht so cool. So, vielleicht Jan Sascha? Ich heiße Jan Sascha, ich habe so mit Bindestrich, ach, so einen Doppelnamen. Wie lustig. Aber wie ist das? Werde ich jetzt nur befragt oder kann ich auch dich was fragen? Nö, du darfst gar nichts fragen. Achso, okay. Doch, du darfst alles. Was war die größte Katastrophe deines Lebens? Ich war mal an einem recht unpraktischen Ort. In dem was Elternhaus. Ist denn ein recht unpraktischer Ort? Naja, eigentlich nicht, aber in dem Haus von meiner Ex-Freundin. Oh. Über die Weihnachtsfeiertage und ich weiß gar nicht, ich erzähle nicht zu detailliert auf jeden Fall. Doch. Hau raus. Musste ich halt aufs Klo. Aha. Und ach ich, so, dementsprechend, ich bin halt auch aufs Klo gegangen. Aber das Klo wollte nicht so, wie ich wollte. Oh und nein, dann war ich während hast du dich gespült? Und dann war ich während dem Weihnachtsessen halt so 20, 30 Minuten weg, völlig verzweifelt. Das ist übel mies. Ich habe die Geschichte bis heute niemandem erzählt. Aber wie hast du es gelöst dann? Also das Problem. Entschuldigung, erstmal, nee, ehrlich. Was hast du gemacht? Ja, was ich habe hab so mäßig halt dann meiner Ex-Freundin so geschrieben. Geschrieben vom Klo? Ja, weil ich habe erstmal in der Gruppe geschrieben mit Freunden. So mit drei Freunden und ich meinte, hey Jungs, nicht dein Herz. Ich habe geschrieben, Jungs, ich sag euch ehrlich, ich brauche eure Hilfe so sehr wie noch nie. Oh shit. Und dann habe ich halt die Situation erzählt und alle meinten so, hey, du musst nach Hause, so. Ich habe dann so, ich weiß nicht genau, wie das heißt, irgendwas, wo du so, ja. Klobürste? Ja. Ja, ach, hast du dann runtergehört. Hab dann crazy gekämpft damit, das war ein krasser Fight. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gekämpft und so stark auch. Und dann, nach einer halben Stunde war ich wieder ready. Also, was ziehst du nackt zuerst an? Also, wenn ich nackt bin, wenn ich aus der Dusche komme? Keine Ahnung. Unterhose. Halt. Ich glaube, Unterhose ist so. Also, wer Socken zuerst anzieht, wäre weird, oder? Voll. Ich wollte mal kurz festhalten, dass ich nicht die Fragen mache. Hallo Mädels, geht's noch? Also, bitte hier. Also, wenn knacken ich deine Knie. Ja, ultra. Ich kann. Ich habe so eine Fähigkeit. Ich kann mit dem Bein so rechts und links schwingen und dann knackt die Kniescheibe. Die springt so hin und her? Ja. Ich glaube, dass die hin und her springt. Springst du vom Zehner? Nee. Nee? Nee. Welchen Schlagersong kennst du auswendig? Meinen eigenen. Beweis es. Milliarden Sterne funkeln überm Firmament. Wenn einer fällt aus der Ferne, wünsche ich mir zurück den Moment. Es ist einfach alles drin. Sterne, Moment, Funkeln. Ja. Der ist nicht mehr draußen. Super. No, der ist nicht mehr draußen. Nee, ich habe mich dann im Endeffekt zu sehr dafür geschämt und habe gesagt, scheiß drauf. Aber ich hätte einen coolen Namen gehabt. Welchen? Andreas Thal. Weil es gibt Andrea Berg und ich wäre das Gegenstück dazu gewesen. Andreas oh Thal. Oh mein Gott, ich liebe diese Sendung jetzt schon. Andreas Thal. Ey, ist ehrlich, ich meine es ehrlich. Kannst du bitte rausbringen? Wir haben der Schlager ist 3 Jahre alt. Ich kann dir mal schicken. Ich bring dich hoch, ich mach alles. Ich bin das Feature. Wie viele Follower hast du? Auf jeden Fall schon mal meine Familie. Das ist so manchmal unangenehm. Ist ja doch nicht so bescheiden. Nein, kennst du das, wenn deine Mom oder dein Daddy dann so schreibt, ey, was ist da und da passiert? Ja, und du bist eigentlich so gar nicht ready dafür, dass deine Mom und dein Dad es dir schreibt. Ja, du willst es auch nicht wissen, dass deine Mom und dein Dad die ganzen Stories gucken und alles. Ey, mein Vater schreibt, zum Teil, ich komme nach Hause, mein Vater sagt so, ey, was ist da in dem Video passiert? Ich so, Papa, ey. Nein, Mama, Papa, wir haben euch alle lieb. Das ist gut so. Also, wie viele hast du? 1,2? Hast eine du Million. Nur auf Instagram? Eine Million. Ja, du hast doch mehr insgesamt. Auf Instagram? Ja. 1,2. Wie sieht deine Handschrift aus? Fürchterlich. Welchen Film muss man gesehen haben?
Interstellar. Interstellar, mega. I love. Hab ich auch gesehen. Aber schon älter. Ja, ist schon älter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei Filmen so einen Zeitpunkt gab, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, wie alt die wirklich sind. Weil das Niveau so überkrass ist. Ja, und das auch noch. Nee, ich habe neulich Star Wars Episode 3 geschaut, kam raus 2005, kommt wie 2020. Ja, ich hasse Star Wars, deswegen kann ich da leider nicht mitreden. Sorry, ich weiß, es tut mir leid. Mein Papa liebt auch Star Wars, aber ich kann mit Star Wars gar nichts anfangen. Das ist das Einzige, mit was ich nichts anfangen kann. Ey, sorry, Mann. Bin ich jetzt und ich habe schon gedacht, ich habe mir die Toiletten-Story komplett verkackt, aber gut. Okay. Bei was bist du komplett ausgerastet, außer jetzt da? Bei der Toilette. Wovon musst du würgen, außer von der Toilette? Hast du da würgen müssen? Knossi war mal hier zu Gast und der hat mit einem Freund gemeinsam diesen Fisch geöffnet. Surströmming oder wie das heißt? Ja. Was so ein Schweden oder so eine Delikatesse sein soll. Warte mal, das habe ich doch gehört im Angelcamp. Hast du da, da war es auch, genau. Erzähl mal, ja. Die haben es einmal im Angelcamp geöffnet und einmal bei Nico, ein Freund von mir in Stuttgart, auf dem Büro. Ja. Da musste ich überfrückt würgen. Also ich hatte so Tränen in den Augen und eigentlich, also ich weiß nicht, was gefehlt hat, dass ich mich nicht übergeben habe. Was hast du immer in deiner Tasche? Feuerzeug. Stimmt doch gar nicht. Du hast vorher gefragt, ob ich Feuerzeug habe. Ja. Wo stimmt. Ist es gewesen? Stimmt, ich habe gelogen. einfach erwischt worden. Frag nochmal. Was hast du immer in der Tasche? Geldbeutel. Okay. Das war das Speed-Dating, was doch nicht so viel Speed hatte, aber gut. Jetzt kommen wir zu der Enthüllung deines Backdrops. Jeder Gast hat hier einen Backdrop, den ich jetzt abziehe. Aha. Du freust dich einfach herrlich drüber und bleibst auf dem Laufband stehen, bitte. Okay. Also normalerweise haben wir immer richtig schöne Bilder hier, aber bei dir ist es irgendwie nichts geworden mit der Schönheit des Bildes. Oh. Ja, wie soll ich sagen? Oh, warte, ich erkenne schon was. Ich erkenne. Was? Ich erkenne die Gardine. Willst du mich verarschen? Überhaupt gar nicht. Und ich erkenne die Holzwand. Doch. Ist bei mir unten im Keller. Ist bei mir unten im Keller. Alter. Ist 100%. Das dein Ernst? Ich glaub's nicht. 100%. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du bekommst von mir. Das hat ja noch nie jemand erraten vorher, ey. Das ist crazy. Oh mein Gott, dein Keller. Ja, ich muss dazu eine Geschichte erzählen. Habe ich Zeit an die Katze? Ja, klar. Du, hau raus. In diesem Office-Raum, das wissen viele nicht, hat mein Opa schon, der leider sehr früh verstorben ist, aber auch eine andere Geschichte, der hat da schon gearbeitet. Ja. Und jetzt drehe ich da heute Videos und ich weiß nicht, ob mein Opa stolz darauf wäre. Ich glaube schon. Aber ich glaube. Nee. Ich glaube auch. 2014 habe ich schon gesagt, deine Karriere, was würdest du sagen, zusammengefasst? Irre auf jeden Fall, weil ich finde, man ist in dem Alter... Ich habe gewusst, dass du das sagst. Man ist in dem Alter, wo man vielleicht Dinge noch nicht so versteht und dann einfach nur macht, weil man sie macht. Weißt du, was ich meine? Das ist ganz dumm. Aber ich bin... Das klingt nicht dumm. Also ich... Das ist ein Momentleben. So, das ist vieles, was Menschen verlernen leider. Voll. Zum Teil ist man dann im Urlaub irgendwie und erst nach so 7 Tagen im Urlaub fällt einem auf, warte mal, so vor 2 Monaten war das oder vor 3 Monaten war das. Ja. Und das finde ich eigentlich so das Verrückteste und auch was so ein bisschen schade ist, dass so Dinge leider selbstverständlich werden. Ja. Plus man verlernt halt oder man versteht nicht, wie abgefahren eigentlich manchmal eine Situation ist, in der man sich befindet. Ja, das wie ist es bei dir? Genau so. Ja, okay. Ich habe aber dran, also ich lerne oder ich habe gelernt daran zu arbeiten, beziehungsweise das wirklich wahrzunehmen, muss ich echt sagen. Also... Ich weiß nicht, es ist auch viel schöner einfach das Leben, wenn man im Moment lebt und wenn man das einfach versucht zu genießen. Und manchmal sind die Dinge halt natürlich so krass, dass du echt einen Moment brauchst, um das nachzurealisieren. Aber es ist nicht mehr so wie damals, dass ich durch meinen Ordner scrolle und denke, boah, scheiße, war alles geil, aber ich habe es gar nicht richtig wahrgenommen. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt alles so self-made-mäßig mit Andreas mache und von niemandem mehr abhängig bin und einfach genießen kann, weißt du? Das ist geil. Und nicht mehr mit irgendwelchen, Entschuldigung, Arschgeigen zu tun habe. Was? Kannst du sagen, oder? Hier ist alles erlaubt. Was meinst du, warum wir so erfolgreich sind? Weil wir einfach drauf scheißen hier. Oh. Also, was kommt denn nach YouTube? Oder also kannst du dir das gar nicht vorstellen, so irgendwann? Ey, ich sag das immer, aber niemand glaubt mir das. Also ich bin nach wie vor, bin ich mir 100% sicher, dass ich auf die HDM gehen werde in Stuttgart und Medienwirtschaft studiere. Machst du? Willst du? Ich glaube, mit 32 kann es schon cool werden. Es gibt diesen einen Ami-Film, wo einer übel alt ist und noch studiert. Auf jeden Fall ist man nie zu alt für so. Aber ich glaube, wenn du Bock drauf hast. Das Einzige, was halt ein bisschen komisch ist, natürlich, weißt du, das sind 17-, 18-Jährige. Ja, mein Gott. Aber ich glaube, wenn ich mich so halte und auch meinen Bart weiterhin so pflege wie jetzt, kann ich mit 31 noch hingehen. Dein Bart? Nächste Frage. Okay. Du bist auf Instagram ein bisschen faul. Ja. Okay, cool. Aber nicht viele haben 1,2 Millionen Follower mit 11 Postings, beziehungsweise 12 und den 11. fand ich ziemlich geil. Ja ich habe alte Bilder, hatte ich was so runtergenommen vor, ich glaube, 4 Jahren oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Instagram ist so eine Plattform, zumindest habe ich so gefühlt, wenn ich sie nutze, so gelernt, dass halt viele Leute einfach nur geiles Zeug posten und dadurch
hat es mich leider so ein bisschen beeinflusst, sodass ich halt nicht so viel poste, weil ich bin dir ehrlich, ich bin viel daheim. Ja. Ich bin viel am Stream, generell viel am PC. Da brauche ich auch nicht irgendwie jedes Mal eine Story machen, wie ich am Rechner sitze. Ja. Und deswegen finde ich Social Media, eigentlich wäre es mit meinem, also so wie ich es jetzt für mich gelernt habe, eigentlich auch wichtig, glaube ich, dass ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ey, bei mir ist halt alles normal. Was aber geht? Das ist doch geil, weißt du? Ist es dir nicht auch aufgefallen, dass es so extrem gerade ist, so mit diesem, ich hab hier, ich hab da, guck mal da. Voll extrem, hier. Wenn du auf Instagram guckst, jeder ist im Urlaub. Wie geht das? Ja, nicht nur das. Jeder hat auch viele andere Sachen. Aber weißt du auch, was bei uns das Dumme ist? Ha? Wir folgen nur Leuten, die halt im Urlaub sind. Ja. Wobei, ich habe aussortiert, ich folge auch keiner Kardashian und sowas, weil ich einfach denke, nee, das tut mir einfach nicht gut. Also ich habe aussortiert tatsächlich. Ja. Ich folge auch eigentlich nur noch Leuten, die ich hier hatte oder die ich cool finde oder die mich cool finden. Mhm. Aber nicht mehr dieses ich folge dir, weil man es muss, das mache ich eigentlich nicht mehr. Es tut auch wirklich gut. Ja, das muss super gut sein. Das ist übel schade. Ja. Das sage ich auch immer den Leuten im Livestream, dass es halt super schwer ist für junge Leute, sich nicht beeinflussen zu lassen von dem, was halt auf Social Media geteilt wird. Ich kann es aber auch niemandem übel nehmen, der halt, keine Ahnung, 15 oder 16 ist und dem sein größtes Ziel ist jetzt irgendwie der Schuh für 1.500 €, weil der halt super krass in Social Media abgeht. Klar, so. Es ist ein super schmaler Grat, aber ich finde deswegen ist Twitch und TikTok auch cooler mittlerweile oder ein bisschen, weil da ist noch ein bisschen mehr Reality drin, finde ich. Ja. Hört jetzt so langsam auch schon wieder auf irgendwie, weil alle anderen rüberkommen und da fängt es jetzt auch an mit dem ganzen Fake und so, aber... Aber ich selber habe kein TikTok. Wie, du hast kein TikTok? Mir wurden nur TikToks immer zugesendet für ein Videoformat, aber ich selber habe kein TikTok. Weil... So, in meinem Management arbeitet jemand... Kann man auch im Keller machen, wenn man immer daheim ist. Ja, ich weiß, aber so das beste Zeichen war für mich, in meinem Management arbeitet jemand oder... Ja, ist auch nicht wichtig, der ist schon ein bisschen älter, aber nicht zu alt. Nicht böse gemeint, Pepe, ja. Pepe. Und der hat auch dann so TikTok für sich mal runtergeladen und er hat dann gemerkt, dass er am Tag so 2-3 Stunden da drauf ist. Ja, das ist aber am Anfang noch so, wenn und du halt bin, voll so... Ja, und ich bin jetzt schon schlimm. Ich manchmal öffne ich ein YouTube-Video, ich schaue das 2 Minuten und ohne Grundschau fange ich das nächste an, weil meine Aufmerksamkeitsspanne, ich glaube, so für den Arsch ist. Ja. Wenn ich jetzt auf TikTok habe und 2 Stunden da versinke und endlos runterscrollen kann... Ja, muss den Weg finden, das ist krass. Ist ja auch der... Aber hey, Chapeau zum Algorithmus und zu der ganzen Technik, das ist krass. Hast du eine Vanessa Mai Fanpage? Bestimmt, nicht nur eine, oder? Ja, tolle Fans. Grüße. Okay, Rappen kannst du auch noch. Rappen? Wann droppst du den Song? Also der Schlager ist schon ein bisschen älter. Rap kam dazu das durch, kann man so sagen. Ja. Durch die Livestream-Events von Knossi, der jetzt zu Gast war, Jens, und von Paul Sido. Ja. Ist angekommen und ja, Paul, warte mal ganz kurz. Ha, stopp mal. Also der Jens, check. Der Sascha, check. Aber der Paul hat mir schon lange versprochen, dass er hier laufen will, gell? Also kannst du den mal irgendwie dazu bringen, dass er herkommt? Ich laufe auch nackt für dich, Paul. Weißt du doch, mach alles. Habt ihr ein Sauerstoffzelt hier? Ach komm, so schlimm. Ist es so schlimm bei ihm? Nein. Ach nee, eigentlich kann es nicht so schlimm sein, weil der spielt ja 2-Stunden-Konzerte. Hey Paul, woran scheitert's? Vanessa und du, ihr hattet einen astreinen Song. Warum kommst du nicht aufs Laufband? Ja, jetzt kommt er bestimmt, ich bin mir ganz sicher. Kannst du es nicht überzeugender machen? Achso, okay, Entschuldigung. Mach mal so richtig, geil. Paul. Paul, wie lange wartet Vanessa schon bitte auf dich? Das ganze Team wartet auf dich. Alle sind getestet, alle negativ, alle haben beste Laune. Hier gibt's Kaffee, Mandarinen, Physalis, alles vom Feinsten. Das, was du liebst, das gibt's hier. Warum kommst du nicht? Sogar in Berlin kannst du das aufnehmen. Das ist für dich keine Arbeit. Du kannst unter der Woche kommen, am Wochenende. Für dich machen die hier überall auf. Paul, danke. Bitte melde dich. Paul, bitte melde dich mal, geil. Danke. Wir kriegen dich noch. Der kommt niemals, aber egal. Was ist deine größte Leidenschaft und genau das, was du in den nächsten 20 Jahren machen willst? Ich glaube, Frühstücken. Kennst du das? Ja. Weil ich liebe Essen. Ich finde... Frühstück ist das Geilste am Tag, finde ich. Bei mir basiert alles auf dem Frühstück. Wenn ich manchmal so merke, so, dass ich ein Telefon... Zum Beispiel jetzt ein dummes Beispiel. Ich habe ein Telefonat. Ja. Und ich war zu dumm, in den Kalender zu schauen am Tag zuvor, war bis 4 Uhr am Rechner, das Telefonat ist um 11. Ja. Wache ich auf, kein Frühstück, rein ins Telefonat, schlechte Laune. Ich hasse der das, Tag ist bei mir genauso, der Tag ist gelaufen. Der Tag ist gelaufen. Und ich freue mich den ganzen Tag aufs nächste Frühstück, dass das dann geil wird. Ja, und ich finde, das unterschätzt man, so ein Frühstück ist geiler eigentlich als ein Abendessen. Abendessen natürlich, es gibt super Italiener, man kann geil kochen, wenn man kochen kann, ich weiß nicht. Aber Frühstück ist halt so, ich baller mir 8 Toasts rein, mir schmeckt's ultra, noch ein Kaffee. Und dann ist der Tag einfach, der kann kommen. Community-Frage noch, welche Art von Content schaust du dir privat am liebsten an? Ist es eine U18-Sendung auch noch, ne? Also wollte ich mal sagen. Ja, klar. Ich schaue mir super gern Football-Highlights an auf dem NFL-Kanal.
Oh, ich auch, aber nur die Halftime-Show. Die, aber nur Halftime-Show. Ist ja auch nur einmal im Jahr. Ist nur einmal im Jahr. Ich weiß, aber die ist geil. Nee, das schaue ich mir gerne an. Ich schaue mir gerne so Formel-1-Videos an, also was echt, Sport betrifft. Echt, Formel-1? Krass. Ja. Und bist du so UFC? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee. Guckst du UFC? Ja, mein Mann guckt UFC und ich gucke auch immer. Ich finde es mittlerweile ziemlich cool. Aber du bist cool. Auch, du kannst auch Kampfsport, oder nicht? Kickboxen. Ja! Natürlich kann ich Kickboxen. Nein, ich habe noch nie. Nein, ich habe. Nee, also nicht wirklich. Ich habe zwar Boxtraining mal gemacht so. Ja. Und das ist echt anstrengend. Also, ja. Wenn du einmal Boxtraining machst, weißt du, wie unsportlich du bist. Das ist echt krass. Das ist richtig heftig. Super. Vor allem, man denkt auch immer so, ja, Laufband, oder so im Wald joggen. Ich kann alles. Nee, das ist übel. Vergiss es, man kann gar nichts. Wir spielen Face Swap. Danke. Ja. Weil, kennst du Face Swap? Nee. Nee, dann lernst du es jetzt kennen. Ja. Und zwar werden da zwei Promis, die haben die, ja, so wie die aussehen, wenn die zusammen gemixt sind. Ach so, und wir müssen beide erraten. Genau, und wenn du eine Geschichte hast, gerne raus damit. Okay. Ja. Okay. Der Gewinner ist der tollste Mensch der Welt danach. Ist das schön? Okay, alles klar. Super. Heide nein, das ist aber eine ganz schlimme Mischung. Was ist das denn? Warte mal, ich kenne die Haare. Ah, Teddy! Oder? Warte, darf ich jetzt? Teddy, Tapri- ja, sorry. Ja, du weißt aber niemals die zweite Person. Nein. Das ist nämlich meine Freundin, das ist Honeypoo. Ah! Also Isa. Und, oh ja, mein Gott. Hast du natürlich nur mit dem Charakter ausgesucht, ne? Ja. Ja. Natürlich. Scheiße, ist die ihr Charakter ist so cool. Ja, das glaube ich, aber die ist auch richtig hübsch. Ja. Krass. Ja, natürlich, aber ihr Charakter ist tausendmal besser. Oh, wie süß du bist. Ah! Wie geil. Wie lange seid ihr zusammen? Ein halbes Jahr. Ah! So fresh. Ja. Schön. Und Teddy? Wie lange wir zusammen sind. Wir haben uns nur einmal kurz in Köln gesehen. Und war cool oder nicht so cool? Ich glaube, man war so mäßig. Ich glaube, er wusste nicht, wer wir sind. So, ist ein paar Jahre her. Wir sind nur aneinander vorbeigelaufen an so einem Frühstückslokal. Oh, es geht schon weiter. Ja, Boah, eine Person ist immer so. Drücken, wenn du es weißt. Nein, ich weiß ja nur eine Person. Heieiei, das ist aber auch echt. Das ist Marcel, also Montana Black und Bibi's Beauty Palace. Ah, Bibi! Oder? Und? Geschichte? Ich kenne doch Bibi. Ja, Monte. Ja. Würde ich sagen eigentlich. Guter Freund auch. Alles Gute Nachricht zum Geburtstag. Hat er gestern Geburtstag. Oh, Happy Birthday. Natürlich hast du, ja, auch wenn die Folge ausgestrahlt wird, und, gestern Bibi, Geburtstag. Bibi, super sympathisch. Habe ich schon ab und zu hier in Köln mal besucht. Mit Nico gemeinsam. Aha. Kann man nicht sagen. Also super nett. Bibi, selbe wie an Sido, jetzt an dich. Hier wird auch in Köln aufgenommen. Ich weiß, du wohnst eigentlich gar nicht mehr in Köln. Du bist ausgewandert. Umso geiler ist es doch, dass du zurück nach Köln kommen kannst und mit Vanessa May einen richtig geilen Podcast aufnehmen kannst. Hier sogar mit Videoformat, schön auf dem Laufband Sport machen. Du bist ja auch sportlich. Ja, und ich finde dich toll. Also komm. Und man macht auch coole Spiele. Ja, cool. Du ziehst mich gerade voll ab hier. Oh, Greta von Thunberg. How dare you? Ja, aber die zweite. Ja. Elton. Oh, ja, okay. Junge. Elton. Wow. Das ist aber auch hart. Elton Thunberg. Greta, sag jetzt, dass du die gut findest. Oder findest du sie nicht so gut? Boah, ich drück bei solch, wenn man in so einem jungen Alter so medialen Erfolg hat, die macht ja eine gute Sache, ne? Ja. Drücke ich halt immer die Daumen, dass man das so dann in einem höheren Alter. Aha, verkraftet. Verkraftet, ja. Cool. Elton? Ja, Elton ist eine Legende im deutschsprachigen Raum. Ja, voll. Allein durch TV Total. Kannst du Elton auch noch kurz einladen? Ach, bitte! Einmal Elton. Noch. Nach Sido. Bibi's Beauty Palace hat es jetzt auch dich erwischt. Boah. Elton, ich glaube, viele Leute unterschätzen dich. Ich glaube, du auf dem Laufband, das ist eine krasse Kombination, was man unter Beweis stellen kann, hier bei Vanessa May. Komm bitte vorbei. Wir wissen alle, dass du sehr fit bist, dass du im Kopf auch sehr fit bist. Komm, Junge. Ich habe noch was gut bei dir, bei Schlag den Star hier. Hast du mich so gequält. Oh, das ist der Klaas auf jeden Fall, aber wer ist sie? Ach, es ist die Emma Watson und... Nee, ich glaube, das ist Kristen Stewart oder wie die heißt. Nee, die kenne ich. Kristen Stewart. Klaas, Häufer Umlauf. Oh, Watson. Shit. Oh. Was ist mit Klaas? Ey, das ist übel cool. Klaas hat uns mal, also es war Paul mehr oder weniger. Ja, schon wieder. Bei Late at Berlin 2020 hatten die so eine Weihnachtsshow. Und da hat Paul ein Konzert gespielt, ein kleines. Und wir waren zu Gast mit unserem Weihnachtssong. Ah ja. Und da habe ich Klaas kennengelernt. Und ich habe auch vor kurzem Langeweile gehabt. Und da habe ich auf Instagram einfach mal so Leuten, die ich jetzt nicht gut kenne, einfach so Memos mal geschickt. Ja. Und habe mich bedankt für alles, was sie so das Jahr gemacht haben. Okay. Über random. Voll weird. Klaas hat geantwortet. Der so, oh! Also Klaas fände ich auch ganz toll. Ey, sag mal, wenn ihr wollt, ich kann auch überall abklopfen gehen bei denen, ne? Vielleicht schreiben die bestimmt auch zurück. Yo, Klaas, ganz random. So, hast du nicht Bock, Vanessa May einfach auf dem Laufband als Gast, so, das ist auch alles so, ich gehe jetzt auch wieder.
Oh komm, bleib noch. Ach, guck mal, deswegen haben einfach, wir uns so, ne? Gern. Eine Person ist wieder klar. Ja, Pietro und ja. Sie? Willst du... Oh. Ah, Dua Lipa. Oh. Ja, ich brauche gar nichts mehr sagen. Es ist Dua Lipa. Ach so, und ja, Pietro, okay. Lombardi. Ja. Ey, Pietro Lombardi, verrückter Typ. Kannst du einen Song von ihm singen? Welchen jetzt? Ich finde nur einen Tanz geil. Was? Nur einen Tanz. Babe, frag nicht wieso. Komm schon. Habt ihr Autotune so im A? So im A? Nee, haben wir leider nicht. Ach, schade. Problem jetzt. Machen wir im Schnitt. Babe, frag nicht wieso. Komm schon. Dua Lipa? Jetzt Dua Lipa. Aber Crush. Heute Frau? Boah, ich mag die so sehr. Oh, dieser Ich finde ihre Songs sind. Oder die macht Tour. So krasse Songs, hast du an das ganze Team von ihr. Ja. Ey, du. Ja, das ganze Team von ihr, die hat die gefeuert jetzt erstmal. Hast du mitbekommen? Das ganze Management-Team, alle gefeuert wegen ihrer Gelddiskussion. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, die kriegen halt alle, weil die ist ja voll erfolgreich. Ja, jetzt. Und dann kriegen die alle so einen Rappel irgendwann. Ey, willst du sie nicht noch einladen? Boah, wenn du das schaffst. Pietro, komm. Hier gibt's auch Shisha. Ah, der raucht nicht. Pietro, hier gibt's auch Cola und Fanta. Damit kannst du ihn locken. Der trinkt Werbung. Nichts anderes. Wir machen erfrischende Fragen. So. Okay. Ich hasse dieses Spiel. Ey, aber hoffentlich ist es auch eklig. Mehr ist dazu einfach nicht zu sagen. Du hast dieses Spiel? Ich hasse dieses Spiel, weil ich es auch nicht erklären kann. Bitte sag einfach ja. Kennst du Never Have I Ever? Ja. Mega! Brauche ich dann noch mehr zu sagen? Ja, ein bisschen. Oh, ich kenne das aber. Wenn ich nicht antworten will, trinke ich. Nein. Nein, du kriegst gleich eine Frage gestellt. Okay. Ich habe noch niemals. Okay. Und wenn du sagst, doch, habe ich, dann musst du trinken. Okay. Ja, meistens okay. Müssen wir alle trinken. Okay, mach's ja. Gut. Das sieht aber auch lecker. Das riecht auch schon lecker, ne? So richtig schön Sauerkrautsaft und ja, so, ist richtig geil. Ich hoffe, du hast Bock, dann macht's besonders Spaß. Ich hab so viel Bock. Du kommst nicht. Ich habe schon mal alles durchgetrunken. Wir haben so YouTube-Formate, da haben wir das zusammengemischt. Ekelhaft. Genau so wurde es hier auch gemacht. Ich bin eines Morgens mal aufgewacht mit 3 Augen. Mit 3 Augen? Ja. Hier kriegst du bestimmt 4. Ja, glaube ich auch. Richtig eklig. Ja. Okay. Yo, hat man das gemacht? Nee. Doch, natürlich als Kind, aber es ist echt lange her. Nee. Das ist ganz lange her. Ja, mittlerweile weiß ich, wie die ausgelaufen ist. Das beschreibt aber, das sagt auch einiges. Hast du wirklich nicht? Nee. Was sagt das einiges? Nichts. Sag. Prost. Nee. Was? Nein. Bring deinen Satz zu Ende, dann trink schon mit. Das erklärt einiges, wollte ich sagen. Ach so. Weil du so eine coole Persönlichkeit bist. Aha. Und du auch hast, weißt du? Ah ja. So, du so, ich glaube, wenn du hier reinläufst ins Studio, das ist wie so eine Sonne, die aufgeht. Sascha, trink. Weil jetzt gerade ist hier, ich hab, okay. Trink. Okay, mit was fängst du an mit dem hier? Ist scheißegal, du musst eh alles trinken. Okay. Zum Wohl. Cheers. Nicht, dass du mir noch unsympathisch wirst, gell? Ohne Witz. War gerade noch anders. Was ist das? Ist doch egal. Trink einfach. Ich glaube, rote Beete. Mit Zitrone. Ne, das wäre ja nicht schlimm, aber rote Beete finde ich schon eklig. Magst du rote? Nee, magst du nicht. Ich habe erst einen rote Beete-Schokokuchen gebacken von Pamela Reif, der ist geil. Ich finde, wenn ich an rote Beete denke, dann denke ich mit meinem. Also, dann stelle ich mich so vor mein Gesicht. Wirklich mit 50 km/h einfach auf ein Stück Erde. Ach komm. Aber auch so Mund offen. Aber es ist voll. Das ist gut. Gesund, ne? Ja. Nein, Omi. Was? Oh Habe ich, war ich in Paris erst vor kurzem. Ja. Ist gar nicht so geil, wie man denkt. Aber. Ehrlich. Alter, du kannst nicht meinen Traum kaputt machen. Ich will schon immer nach Disneyland. Ich bin nur ehrlich. Es tut mir wirklich leid, wenn du. Aber warte, bist du Disney-Fan oder nicht? Siehst du, da fängst du nämlich an. Wenn man kein Disney-Fan ist und du gehst nach Disneyland, dann kannst du es gleich knicken. Das stimmt. So. Das stimmt. Aber ich bin halt dann eher so der Typ, der so Bock hat auf die Achterbahn. Ja. Zwei Achterbahnen sind cool. Ja. Der Rest ist halt für Kinder, ne? Aber ist auch logisch. Sorry, aber deine Resonanz ist jetzt wurscht, weil das sind nicht die Dinge, auf die es mir ankommt. Gehst du dieses Jahr? Weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich drück dir die Daumen, dass du gehst. Danke. Bitteschön. Ich denke an dich. Alles, trink. Ja, du musst auch trinken, du hast auch gesagt, wir trinken immer zusammen. Nein, ich habe gesagt, dass wir nur trinken, wenn der eine doch sagt. Und du musst es gerade trinken, weil du frech geworden bist. Ach so, okay. So. Schmeckt ein bisschen nach alter Socke. Jo, du hast nicht ganz ausgetrunken. Wow! Immer. Cheers. Ja, das ist doch eine Notlüge, oder? Also wer vor Kamera immer real ist, der lügt. Mhm. Boah, der stinkt. Boah. Oh mein Gott, ich hatte den schon halber drin und dann hat mein Kolben den noch gerochen. Ich hätte sofort wieder zurückgezogen. Sorry. Wow, das ist Zwiebelwasser. Wenn das Zwiebelwasser ist, Chantal, dann gibt's aber richtig Ärger. Oh mein Gott. Okay, boah. Das Zwiebelwasser.
Den hast du noch vor dir. der Horst, ne? Ja, ich muss den auch immer ein paar Mal am Tag trinken. Ehrlich sagen, guck mal, eine Lüge kann man definieren so. Mal aus Spaß schon etwas sagen, was halt mit Ironie und Sarkasmus kicken kann, ja, auch schon eine Lüge sein, so deswegen. Ja, hast du recht, geh ich mit. Next one? Hab ich. Ja. Hab ich, muss man. Ey, an alle, die... Ey, warte mal, welchen trinkst du? Ja. Oh, ich will erst... Ja, trink du mal zuerst bitte, dann erzähl ich meine Geschichte. Cheers. Lass dir gut jetzt gehen. Ach Mann, ey. Ich fand den fürchterlich. Ja, gell? Aber deine Geschmacksknospen sind auch im Arsch irgendwie. Warum? Das ist Tomatensaft, Mann. Das ist aber mit Zwiebelwasser gemischt. Mit Tabasco. Wer viel mit der Tastatur macht, man denkt das nicht. Es ist abartig. Ich glaube auch schon mal, dass ich über Monate da so ein, wie heißt das, Biotop gezüchtet habe. Was hast denn du mit deiner Tastatur gemacht? Was ist denn überhaupt die Definition von, wer viel mit seiner Tastatur macht? Also, mal gegessen. Ich frühstücke halt am PC. Ich mache alles am PC. So zum Teil halt auch, ne? Duschen und sowas, klar. Und da kann mal schnell was passieren, dass was reinrutscht. Ja. Und bei mir ist gefühlt da wirklich eine ganze Spezies reingerutscht. Ich glaube auch sicher, dass sie sich untereinander gar nicht gut verstanden haben oder zu gut eigentlich und sich vermehrt haben. Dann habe ich alles rausgesaugt. Wenn du meinst, dass du dich drücken kannst vor dem Ding, nein. Okay, das ist aber, ich glaube, das schmeckt. You wish. Boah, dein Gesicht ist geil, Mann. Boah. Fett drauf, bitte. Ey, boah. Was war's denn? Wenn man nur Toast, ich habe keine Ahnung. Kraut. Kraut. Und Zitrone, ihr macht alles mit Zitrone, ne? Haben wir Vitamine muss es ja auch haben. Haben wir hier so einen Tequila-Fetischisten unter euch, oder was? Ja. Eieiei, das ist mein Job. Nee. Was? Ich bin da, ich glaube, wenn du so YouTube und Twitch machst, bist du, Presse ist doch sowas wie... Was ist denn Presse? Das ist eine gute Frage. So das Zeitung. Stirbt aus. Ha? So die Gala oder so. Genau. Meine Oma liest die Gala, aber auch nur wegen den Kreuzworträtseln drin. Nee, hab ich... Aber wow. Bei dir ist es natürlich noch viel mehr, oder? Mit Presse? Ja. Ich kann jemanden Furz lassen. Echt jetzt? Ja, übel. Aber nicht so Fotografen, die dich einfach random fotografieren, oder? Dafür leben wir in einem viel zu krassen Social-Media-Zeitalter. Fotografen ist halt auch, keine Ahnung, außer du hast Helene Fischer und machst halt nichts auf Social Media, dann verfolgen sie dich wahrscheinlich. Aber wenn du ja alles lieferst auf Social Media, dann müssen sie ja nur einfach das nehmen, weißt du? Ja, ich habe da noch nie. Ich finde es echt schlimm. Mit also, Fotografen? Wenn ich mir überlege, ich wach auf, auf einmal lese ich was über mich und es stimmt gar nicht. Was geht? Welcome to my life! Wollen wir den Kack im Briefkasten machen? Mein Mann. Bro. Okay, Schlusssprint, mein Lieber. Okay. Jetzt darfst du dich richtig freuen, weil jetzt machen wir wirklich, und ich glaube, dass er richtig Dampf hat, ne? Der ist richtig fit heute. Chantal macht jetzt einen Hochkuchen. Was ist eigentlich der Letzte? Das ist der Beste, ne? Ja. Achso, hat man noch eine Frage? Ach egal, hau runter, komm. Hier schneller. Du antwortest es gleich, dass es schneller ist, das Ganze vorbei. Okay. Ich nenne es auch immer so drin. Okay. In Anlehnung an die Shots, du wirst nachher merken, was ich meine. Ja, ja. Wir schütteln das jetzt alles durch. Antworte bitte schnell und ehrlich, ja? Ja. Okay, Teller oder Schüssel? Schüssel. Valorant, was ist denn das, Mann? Oder Valorant. Mario? Valorant, oh, sorry. Oder Mario Kart. Valorant ist ein Shooter-Spiel. Ist mir wurscht. Was willst du mehr? Mario Kart ist witziger. Okay. Wieso machst du kein TikTok? Bin zu alt. Ah, nee. Stimmt doch gar nicht. Barsch oder Karpfen? Karpfen. Schläfst du immer im Bett? Manchmal auf dem Sofa, wenn ich die Bettwäsche wasche. Ich habe nur einen Bettbezug. Ja, ich kenne das nicht auch. Ich wasche immer ins Trockenland. Und manchmal Sofa halt dann, ne? Ah ja, okay. Soja oder Fleisch? Soja. Mach mal schneller, das ist doch viel zu elegant hier. Was jetzt? Soja? Soja. Ist aber nicht so gesund, glaube ich. Nicht gesund? Nee. Glaub nicht. Salzwasser oder Süßwasser? Salzwasser. Okay. Serien oder Filme? Filme. YouTube oder Twitch? Ja, ich muss bei dem bleiben, mit dem ich angefangen habe. YouTube. Oh, Marvel oder Star Wars? Star Wars. Wobei, was? Benimmst du dich erwachsen? Wenn ich zu Gast bei Shows bin, wie bei dir. Work-Life-Balance oder Work-Stream-Balance? Work-Stream-Balance. Fürchtest du den dritten Strike? Ja, der sitzt mir im Nacken. Was ist dein Lieblingsmeme? Du kriegst bald einen eigenen hier, glaub mir. Jetzt muss ich kurz überlegen. Oh Mann! Hier ist keine Zeit zum Überlegen, Mann. Kannst du schneller machen, der Zeit zum Überlegen? Das geht eigentlich nicht. Ich glaube, mein Lieblingsmeme ist... Oh mein Gott. Ich glaube, das müsste Jens sein. Ah, okay, kann ich verstehen. Reactions oder Content selbst createn? Ah, selbst createn ist schon nochmal cooler. Nachtragend oder vergeben? Mein Gott. Nachtragend. Echt? Ja. Ey, ich schwöre, wenn du nachtragend bist hier, dann gibt's echt Ärger. Dann lernst du mich von der anderen Seite kennen. Ja. Ich kann auch nicht erwachsen mich benehmen. Voll. Ach, schön. War doch jetzt ein geiles Workout, oder? Das war richtig cool. Warte mal, ich habe verbrannt.
225 Kalorien. Wow, es hat sich gelohnt. Let's go, ab zu McDonald's. Das Defizit muss reingeholt werden, Burger King. Werden. Burger King. Burger King. Okay, du bist mir richtig, richtig sympathisch. Wir sind schon fertig. Echt jetzt? Ja, das war's. Du hast gar nichts über dich erzählt. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Die Leute wollen auch nichts von mir hören. Ich kenne schon alles. Vielen Dank für deinen Besuch. Das war's. Ja, aber es wird geil. Okay, ey, dann. Noch ein Aufruf für irgendeinen Gast, den du einladen. Danke, dass ich da sein durfte. Merkel. Okay, das ist natürlich die größte Ehre, ne? Hast du noch einen Merkel in so einem richtig geilen, goldenen Adidas Jogginganzug. Mit auch so einem Stirnband und so. Angie, jetzt kannst du es machen. Ja. Geil. Spaß gemacht. Ey, hat echt Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir. Das war's schon wieder mit On My Way. Und der nächste Gast wird euch ein Oh My God entlocken. Ja, ich würde sagen, ein Aufgeregtsein ist nicht nur angebracht, sondern angesagt. Voll. Bitte abonniert noch SWR Schlager auf YouTube, bei Instagram, in was? Und Facebook. Genau. Ja, bleibt einfach so frisch wie immer. Und danke, dass du da warst. Hey, danke, dass ich da sein durfte. Danke euch. Hast du Facebook? Ja, klar. Benutzt du das? Ich benutze das natürlich. Ich auch nicht. Aber vielleicht die Hildegard. Ich grüße Hildegard. Oh Gott.